Ah ja, da oben ist er. Das ist aber süß. Ja. So, einen wunderschönen guten Morgen. Moment, der muss erst. Jetzt, glaube ich, oder? Wunderschönen guten Morgen, sagen wir nochmal. Ich hoffe, es klappt heute mit der Technik. Jetzt sehen wir, jetzt seht ihr mich. Genau. Der Andi Keck ist ein Wahnsinn und der Werner Paulus obendrein war auch nochmal. Die haben gestern auf Nacht noch bastelt und heute Morgen. Ganz stolz, danke dir. Gerne, gerne. Wir werden immer besser, beziehungsweise die anderen werden immer besser und ich bin der Nutznießer. Ja, so ist es ja noch gar nicht. Das nennt man Teamwork. Achso, ja, toll. Toller andere macht. Du lässt die anderen gut arbeiten. Ja, genau. Und dann kriegen sie ein Paradieschen. Genau, ein bisschen was zum Essen bringen. Ja, ein bisschen. Ja, also nochmal, servus miteinander, grüßt euch zur Digi-Wiesen, Mittagswiesen, ganz offiziell wieder hier aus dem Hofbräukeller. Und darf wieder ganz kurz auch erwähnen, wen wir das Ganze zu verdanken haben. Natürlich unter anderem Norris Network als unser großer Partner, der hier die Digi-Wiesen fördert und auch fordert, was auch richtig ist. Dann haben wir natürlich Resmed, die Carola Grimminger, ganz herzlichen Dank, als Partner auch mit dabei. Wir haben Palo Alto Network, darf ich nicht vergessen, damit wir eine sichere Wiesen haben. Und jetzt muss ich gerade selber nochmal spicken, Huawei darf ich natürlich auch nicht vergessen, damit das 5G hoffentlich auch funktioniert, auch in München. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann Otorio für die Industrialisierung, IoT-Technik und Zoom natürlich, damit ihr uns auch sehen könnt und wir euch hoffentlich auch. So, und dann haben wir natürlich den German Mittelstand vertreten durch unseren Crazy, den Präsidenten Andi Keck. Mach mal ein erlauchtes Wort bitte. Ein erlauchtes Wort, ja schön, dass ihr wieder da seid. Gestern hatten wir ein Opening, da war, glaube ich, musst du wieder so rutschen. Nein, du hast es eh schon auf dem Breitbild geschaltet sozusagen. Gestern im Opening hatten wir schon die Katha Schulze da, Thomas Sattelberger, und hatten zusammen mit Simon Fleischmann und Carola und uns zwei eine recht illustre, Achim Astel war zugeschaltet aus Nürnberg, eine recht illustre Runde zum Thema Bildung. Wir haben ganz, ganz viel über Bildung diskutiert. Da hat die Frau Fleischmann sicher kräftig draufgehauen. Die hat kräftig draufgehauen und du darfst also kein Wort auch nur halbwegs missverständlich formulieren. Ja, die war ja mal ganz böse, als ich gesagt habe, dass die Lehrer in den Sommerferien vielleicht ein bisschen zum Thema Digitales nachsitzen sollten. Ja. Dann habe ich ihr geschworen, dass ich das nicht mehr schreibe. Ja, ich musste auch das eine oder andere Versprechen leisten. Aber sie hat mich dafür eingeladen, ich dürfe mal eine Keynote halten, eine ihrer Veranstaltungen, weil das, was ich kundgetan habe, hat ihr dann doch gefallen im Sinne von digitale Agenda, auch für das Thema Homeschooling. Und insofern haben wir schon ausführlich über Bildung gesprochen. Ja. Ich weiß natürlich, dass das auch ein Thema für unseren heutigen Gast ist, Thomas Sattelberger, Mitglied des Deutschen Bundestag. Insofern mache ich jetzt mal den Job von Werner und sage Servus Thomas, schön, dass Servus. Du in der Runde dabei bist. Servus Carola. Und Werner, dir lieben Dank, dass du die Digi-Wiesen erfunden hast, dass du die Digi-Wiesen auf den Weg bringst, dass du mit der Digi-Wiesen etwas schaffst, was der Franz-Georg Strauß, unser Mitgründer vom German Mittelstand und Schatzmeister, gestern gesagt hat, dass also die Wiesen, die klassische Wiesen, ja nicht nur ein Event ist für Saufen und Anbaggern, sondern eben auch ein Event, wo viel Business gemacht wird, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man sich inspirieren lässt, wo man neue Leute kennenlernt, Freundschaften vertieft, Freundschaften anders beleuchtet. Und das fehlt natürlich mit dem Wegfall der echten Wiesen. Ja. Und insofern hat er in einem Video kurz auch gesagt, wie wichtig eine Digi-Wiesen ist. Und vielleicht, du hast gestern schon die Frage gestellt, unseren Gästen sozusagen, wie geht es dir denn mit dem Wiesenausfall, lieber Thomas? Also ich finde, München fällt ein Stück Kultur und Begegnung. Und ich bin jetzt kein täglicher Wiesengänger gewesen, aber ich war immer 3-4 Mal auf der Wiesn, habe mich von den Menschenmassen ein Stück treiben lassen. Wir hatten immer einen Tisch für Freundinnen und Freunde. Und das gehört schon seit vielen Jahren dazu. Und das fehlt. Und mir ging heute Morgen, ging mir so durch den Kopf, dass eigentlich sowas, dass wir eigentlich den vielen Künstlern, den Kreativen, den Schaustellern, für die müssen wir richtig Mitgefühle haben. Den Wirtinnen und dann natürlich auch den Kellnerinnen und Kellnern. Denn die haben ja ganz viele, haben ein Stück ihres Lebens mit dem bestritten. Das ist also nicht nur Kultur, es war auch Arbeitsplätze.
Und das fällt alles weg in diesem Jahr. Also ich kann nur hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder präsent sind. Ja, das hoffen wir alle. Und darauf würde ich sagen, stoßen wir erstmal an, oder? Jawohl, ja. Prost. Jawohl. Prost nach Prost. Hamburg, Berlin und wo wir auch überall gerade sind. Aber die Tonqualität ist gut. Soweit. Wir müssen noch ein bisschen lauter reden. Also Radler ist gut. Radler ist gut. Alkoholpreis ist auch gut. Ja. Aber eine gute Gelegenheit, nächstes Jahr wissen, Carola, du arbeitest ja in der Pharmabranche, Carola Grimminger, auch Forschungsmitglied im German Mittelstand anstellt und Vertreter von ResMed. ResMed, ihr macht Medizintechnik, ihr stellt unter anderem auch Gerätschaften her, die Kranken bei Covid-19 helfen können, unter anderem. Wird es nächstes Jahr wieder Wiesn geben? Hoffentlich ja. Also ich finde es ja, ich hoffe wirklich ja. Also was gestern besonders bewegend war, war ja immer diese Aha-Diskussion, ja. Also dass wir aufeinander achten müssen. Wir haben an das Aha noch ein S dran gepackt, die Solidarität, das fand ich sensationell. Also ich glaube, wenn wir das beachten, könnten wir nächstes Jahr vielleicht ein Wiesn wieder haben. Und deswegen wollte ich auch die Frage nochmal erweitern. Wenn wir nächstes Jahr eine Wiesn hätten, was hätten wir denn gerne gehabt? So wie es früher war, so wie es jetzt ist, mit ein bisschen mehr Abstand, mit ein bisschen Modifikationen, keine Ahnung. Also wollen wir wirklich die alte Wiesn oder wollen wir vielleicht eine neue, bessere Wiesn? Also mein Gefühl sagt mir, wir dürfen es gar nicht entscheiden. Es wird Pandemien werden ein Stück uns begleiten über lange Zeit und dieses Thema Abstand, Achtung, Respekt, Distanz, das wird uns begleiten. Das wird heißen, dass die Wiesenzelte nicht randvoll sind, sondern dass es da wahrscheinlich Hygiene- und Abstandskonzepte gibt, wenn es überhaupt stattfinden darf. Ne? Und das wird natürlich ein Stück körperliche Nähe und Tanzen rausnehmen aus der Wiesn. Aber vielleicht ist das doch ein Stück Zukunft. Und vielleicht fallen auch ein paar negative Begleiterscheinungen von der Wiesn weg. Ja, weißt du, gestern war das ja eine große Damenrunde. Ja, ja. Also die Herren waren natürlich dabei, aber das war wirklich eine unglaubliche Damenrunde. Heute sind die Herren in der Dominanz. Ja, und das war in der Überzahl, nicht in der Dominanz. Ja. Du kennst Carola nicht. Ja, aber du meinst eine Frau, die nimmst dann mit den drei Männern auf. Locker. Also ja. Oh. Ja, ja, wir nähern uns unserem Thema Tradition und Transformation. Nein, und Vielfalt, gestern, ja. Also ich habe selten eine so lustige und tolle Runde gehabt und wo die Mädels auch gesagt haben, also manchmal ist es auch ganz schön, ein bisschen Abstand zu haben. Also nicht jeder, der ihm zu nahe kommt, ist so gewollt. Ja, also ich glaube auch, also manchmal ist es auch ein Zugewinn, ein bisschen Abstand zu wahren. Du hast ja Corona gehabt. Ja. Und du hast es ja auch sehr öffentlich uns mitgenommen auf deiner Reise sozusagen. Sehr gut. Toi, toi, toi. Ja, richtig gut. Also ich habe einen milden Verlauf gehabt. Ich habe mir ja nur zweimal überlegt, ob ich mich einweise ins Hospital. Einmal, als ich die Treppen nicht mehr hochkam und einmal, als ich doch relativ hohes Fieber hatte. Aber das war dann über Nacht weg. Und ich im Augenblick fühle ich mich politisch noch, ich freue mich auf Wahlkampf. Also ich fühle mich noch nicht so voll ausgelastet. Mir geht es richtig gut. Aber natürlich habe ich viel Mitgefühl für die Menschen, ältere und viele jüngere, die seit Monaten beatmet werden. Ja. Weil du Wahlkampf ansprichst, wollen wir auch über FDP sprechen? Also ich weiß nicht, das müsst ihr entscheiden, ob das ist. Wir haben ja gestern, habt ihr gestern Parteipolitik gemacht? Nein. Also, und dann gebe ich dir eine Antwort. Ich glaube, die liegt ja nicht immer auf Parteilinie. Ich glaube, ich meine, es ist ja bekannt, dass wir in derselben Partei sind, aber es ist auch bekannt, glaube ich, dass der Werner in der CSU ist und es ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass die Carola bei den Grünen ist. Also ja, sind wir ein natürlicher politischer Tisch und gestern war ja Parteitag und du hast den Abstand und ich war nicht da, weil wir eben hier, ich bin zwar delegiert, aber wir konnten nicht dabei sein, weil ich eben hier zu tun hatte. Warst du in Berlin? Ja, klar. Und was ich gesehen habe, Abstandsregeln wurden alle gut eingehalten. Also es hat wohl großteils funktioniert. Nein, nicht nur großteils, das war perfekt. Und ich kann nur hoffen, dass
dass die CDU das genauso hinkriegt und die CSU. Das ist alles, also wir waren digital perfekt, auch in der Übertragung. Da waren junge Zuhörer zugeschaltet auf tausende Kilometer Distanz, die mitmachen konnten an der Debatte. Und das Abstands- und Hygienekonzept, ich habe keine einzige Verletzung gesehen. Also wir sind ja manchmal ein individualistischer Haufen, aber gestern, das war richtig diszipliniert und ein Vorbild für alle anderen politischen Parteien. Ja, ich glaube, vermutlich sind viele froh, dass das jetzt mal so als Blaupause sozusagen dienen kann. Ja. Ja, aber da musst du aber auch mutig sein, das als Erster das zu wagen. Ja, den wollte ich sagen. Also insofern freue ich mich, dass meine Partei oder unsere Partei an der Stelle auch mal wieder Vorreiter ist. Es gibt ja dann doch auch, und ohne dass wir zu tief einsteigen wollen, eine Menge Kritik. Und nach wie vor stellt sich der eine oder andere schon die Frage, braucht es, wozu braucht es eine FDP? Also die Frage taucht ja immer wieder mal auf. Und ich bin gespannt auf deine Antwort. Also frag doch mal die Carola, ob's eine FDP braucht. Sag mal kurz, braucht es eine FDP, Carola? Von den Grünen. Ja. Also es braucht euch, so viel steht mal fest. Und das Erschreckende ist ja, wir sind ja häufig, was unsere Meinungen zu gewissen Ansichten betrifft, relativ nah beieinander. Also das finde ich gut, aber es liegt auch viel in deiner Person. Ja? Also deswegen, es gibt viele Reibungspunkte, aber ich sage es jetzt laut und öffentlich, ja, es braucht eine FDP, weil es braucht diesen Diskurs, es braucht diese Meinung. Also von dem her ein ganz klares Ja. Was ich nur ergänzen will zu diesem Zoom, ja, also ob da jetzt irgendeine Partei ein Vorbild ist, keine Ahnung, ja, das ist ja Pillepalle, ja, aber ich glaube, es muss sich einfach bei allen durchsetzen, ja, also das muss einfach ein Standard sein, dass es funktioniert, dass sich keiner zurückgesetzt fühlt. Ich finde es auch super, was die Debattenkultur betrifft, weil digital ist halt nicht der Lautere immer der als Erstes spricht, weil da gibt es ganz andere Mechanismen in der digitalen Session. Und das finde ich auch eine gute Chance, auch mal Leute zu Wort kommen zu lassen und sagen, normalerweise wäre ich da nie durchgekommen bei den ganzen Platzhirschen, aber da geht's halt. Ja. Und von dem her, also das ist ganz gut. Und da würde ich jetzt nicht über Vorreiter reden, sondern hey Leute, schnell, flächendeckend und gut ist. Ja, aber Mut war schon dabei. Also ich muss sagen, da war ich stolz drüber, dass wir es als Erste gewagt haben. Es muss ja immer einen Eisbrecher geben. Ja, aber ich finde schön, Carola, wie du das so sagst, die Vielfalt des Parteienspektrums, wenn sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Ja? So, das ist ja sozusagen die ganz wichtige Randbedingung für nach links und nach rechts. Bleiben wir doch mal noch ganz genau. Parteitag zum digitaler oder Corona-Parteitag, digitaler Parteitag. Das Parteiengesetz lässt ja noch nicht, sage ich mal, bewusst zu. Die Frage ist, da im Bundestag was in Bewegung, dass man sagt, man muss eigentlich Gesetze auf den Weg bringen, dass solche Veranstaltungen auch rein digital möglich sind. Und zweite Frage, deiner Sicht, nachdem du jetzt bei dem Parteitag live dabei sein konntest, kannst du dir auch einen rein virtuellen oder einen gemischten Parteitag vorstellen? In letzter Konsequenz ja. Aber ich glaube, so wie wir es jetzt gemacht haben, Fremdwort oder Fachwort Hybride, in Präsenz, man hat jemand gesehen, aber auch auf Distanz, Menschen konnten sich zuschalten und in die Debatte rein. Das wird wahrscheinlich eher das Zukunftsmodell sein. Also ich bin in dieser Frage Tradition, Transformation, das ist ja auch für einen Parteitag wichtig. Bin ich eigentlich einer, der sagt, ich will schon den Christian Lindner auf der Bühne sehen. Und zwar nicht nur im Screen. Ich möchte eine Linda Teutoburg sehen, wenn sie ihre Abschiedsrede hält. Das habe ich in der auch menschlichen Betroffenheit und Gerührtheit. Kommt über digitale Medien nur schwer rüber. Ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, weil ich war ja bei vielen, vielen, vielen Parteitagen immer dabei, du weißt das, und irgendwie war mein Herz schon auch schwer, dass ich einerseits war es glücklich, weil ich hier die Öffnung DigiWiesen mitmachen durfte, andererseits war es natürlich bitter, nicht in Berlin dabei zu sein.
was ja in, neben dem, dass man in dem Raum sitzt, den die Fernsehzuschauer kennen und dort den Debatten lauscht und sich selber auch mal zu Wort meldet, passiert ja viel draußen, in der Lobby sozusagen, ja, an Gesprächen, an Themen, wo man sich dann doch eigentlich zu nahe kommt, ohne sich in dem Fall wahrscheinlich wirklich nahe zu kommen. War das anders als bis dato? Ja, klar. Freundschaften austauschen? Ja, das ist weniger. Es ist dosierter. Es ist auch auf Distanz. Man merkt die Dichte im menschlichen Kontakt, die nimmt deutlich ab. So. Das hat gute Seiten, das hat schwierige Seiten und auch schlechte Seiten. Aber damit glaube ich, persönlich glaube ich, dass wir Menschen das lernen werden. Übrigens, wie es ja ganz viele asiatische Länder schon seit vielen Jahren haben, ja, wo man sich auf Distanz begegnet, wo man sich nicht die Hand gibt, wo man sich nicht umarmt, wo man sich aber höflich verneigt oder den Kopf senkt, ja, wie auch immer. Ne? Und weil natürlich, wir wissen ja, dass die Viren-Thematik gerade in Asien besonders ausgeprägt ist, weil da Tierwelt und Menschenwelt durch den Drang des Menschen da reinzugehen immer näher zusammenrückt. Da bin ich natürlich auch, sagen wir mal, politisch jemand, der sagt, wir brauchen auch Respekt vor der Tierwelt. Und vielleicht würde das ja sozusagen dann langfristig helfen, die pandemische Gefahr ein Stück zu reduzieren. Ich glaube, es hilft immer. Weißt du, also selbst wenn wir nicht über Viren helfen, also ich glaube, dieser Respekt der Umwelt gegenüber, den Tieren gegenüber, also das sollte ja ein Grundwert sein, weißt du? Und das finde ich halt auch so wichtig in der Diskussion. Und auch mit Viren, ich meine, klar, wir reden jetzt von Covid-19, aber ich meine, es gibt so viele andere Viren, um die wir uns auch kümmern müssen. Ob das HIV ist, ja, ob das einfach Grippeviren sind. Ich glaube, wir sollten auch generell mal so ein bisschen umdenken, weil wir jetzt verstanden haben, wie schnell so ein Virus sich verbreitet, ja. Und die verbreitet sich, weil wir so unglaublich mobil sind. Also ich bin ganz bei dir, was die Tierwelt betrifft. Aber dadurch, dass wir ja wirklich wie so Boliden durch die Welt reisen, ist das natürlich für alle Arten von Viren wirklich null Barriere. Aber da seid ihr Grünen ja auch sensibler. Und wirklich, ihr habt da früher ein Radar für die Themen. Viele andere Menschen, die brauchen den Schock einer solchen Krise. Es ist nun mal so, dass viele Menschen erst lernen, wenn das Wasser hier steht. Ja. So, aber es ist auch wichtig und deswegen auch wunderbar, dass es die Grünen gibt. Ja, das muss man ja als Kompliment zurückgeben, denn ihr bringt die Sensibilität für das Thema Tierwohl, Natur, habt ihr in diese Gesellschaft zurückgebracht. Weißt du, ich musste nur so lachen, jetzt ging es so wieder um Tempolimit 130, also wo jeder sagt so, oh, braucht kein Mensch, weil wir haben ja jetzt ein anderes Problem, Corona. Das ist halt auch wieder so ein Thema, wo wir Grünen denken, ja, aber nur weil es Corona gibt, ist die Umwelt nicht erledigt, die Tiere nicht erledigt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Also ich glaube, wir können es den Menschen trotzdem zumuten, auch auf verschiedenen Ebenen ein bisschen mehr zu agieren. Also ich finde da auch diese Corona-Scheuklappen teilweise berechtigt, was Gesundheit betrifft, ja, aber auch nicht berechtigt, wenn es um andere Themen wie Klima geht, wenn es um Feinstaub geht. Das ist trotzdem ein Thema, ja. Also ich meine, wir müssen auch jetzt mal mit der Verkehrswende wirklich starten, weil wenn nicht jetzt, dann? Also ich war ja 40 Jahre in der Wirtschaft und ich habe einige Krisen erlebt. Ich habe erlebt, als die Lufthansa in die Knie ging am 11. September 2001 und ich war Operation Chef und 30.000 Menschen ohne Arbeit und 30% der Flieger. Ich habe das Thema Schweinegrippe bei der Telekom für Hunderttausende Beschäftigte gestalten müssen. Als jemand, der selber auch Krisengestaltung gemacht hat, also den Umgang mit Krise, bin ich nicht deiner Meinung. Weil in der Krisenbewältigung hilft nur eines: Fokus, Fokus, Fokus. Ne? Also richtig ist, dass das Thema
nicht ganz unter den Tisch fallen darf. Und wenn eine Krise beherrschbar ist, dass dann die anderen Themen wieder gleichberechtigt ihren Platz haben. Aber im Zeitpunkt der Krise bin ich jemand, der sagt, wirklich nur alles tun, um das zu bekämpfen. Fokussiert. Ich bin da ganz bei dir. Die Frage ist nur, weißt du, wo stehen wir gerade in der Krise? Wir wissen es ja alle nicht so genau. Also wir hatten Lockdown-Zeiten, das war, glaube ich, eine Zeit, die uns auch alle psychisch wirklich an unsere Grenzen gebracht hat. Also existenziell, aber auch psychisch, was passiert jetzt? Ich sehe es, weil wir auch gestern drüber geredet hatten, ja, München verändert sich ja auch wahnsinnig gerade durch die Pandemie. Also die Gastronomen, die jetzt zum Beispiel ihre Wirtsgärten verlängern, die Pop-up-Radwege. Die Frage ist, was wollen wir auch rüber retten? Was wollen wir beibehalten? Was haben wir denn daraus gelernt? Und weißt du, Krise ja, aber es ist auch irgendwo eine Chance nochmal nachzudenken, wollen wir das so wie früher weitermachen oder machen wir vielleicht andere Dinge doch aber besser oder anders? Das Thema 100 Tempolimit ansprechen. Ich meine, wir sollten uns in der Krise fokussieren, da bin ich vollkommen bei Thomas, und wir sollten aber jetzt auch mal aus meiner Sicht stärker den Fokus noch darauf richten, nicht nur sozusagen taktisches Krisenmanagement zu betreiben, sondern tatsächlich auch ein bisschen strategisches Krisenmanagement im Sinne von, wie kommen wir aus der Krise raus? Wie geht es weiter? Und da sind natürlich schon Aspekte, die ich nicht mehr vorstellen kann, die ich immer stärker betonen. Zum Beispiel das Voranbringen von Digitalisierung, das Voranbringen von nachhaltigen, von Energiewende, wo man auch staatlich gesteuert Investitionsprogramme in die richtigen Technologien starten kann. Und wir können diskutieren, aber wenn ich einige Wirtschaftsvertreter richtig verstehe, war eine Mehrwertsteuersenkung eine temporäre nice to have, aber sicherlich nichts, was wirklich uns langfristig weiterhilft. Ja, wir hätten im Grunde die ganzen Schulen digitalisieren können, wir hätten die IT-Koordinatoren alle finanzieren können, vieles andere mehr. Es war ein kurzfristiger Konsumanreiz. Aber wir können doch jetzt endlich mal anfangen mit den wichtigen Themen. Ja, aber du hast verrückterweise jetzt das Thema nur Energie erwähnt. Ich aus der Wirtschaft komme. Also der Begriff Low-Touch-Economy, also distanzloses industrielle Produktion, ist beispielsweise ein Schlüsselthema. Denn wir können es uns ja nicht leisten für die Zukunft, dass wir im Grunde unsere Fabriken stilllegen, wenn Krise da ist. Das heißt im Grunde, es geht eben bitteschön nicht nur um das Thema Energie. Es geht mindestens genauso darum, dass unsere etablierte deutsche Wirtschaft, und das sind die mittelständischen Maschinen- und Anlagenbauer, das sind eben nicht nur die Medienunternehmen, die schon weit vorne sind, das sind unsere Handelsunternehmen, da müssen wir es hinkriegen, dass die in die berührungsärmere Wirtschaft reinkommt. Ja, das ist genauso eine Herausforderung. Ich sage immer, Planet, People, Profit. PPP. Es geht um die Ökologie, es geht um die menschliche Arbeit und es geht um die Wirtschaft, die schlussendlich und unsere Perspektiven und unsere Zukunft finanziert. Ich habe neulich wo sie herkommen, aber das war eine Umfrage, die sagte, irgendwie um die 50% der deutschen Wähler würden sich schwarz-grün wünschen. Erschreckt mich natürlich als FDPler, freut mich natürlich möglicherweise als Grüne. Dem Werner kann es an der Stelle wurscht sein. Hauptsache schwarz. Auch nicht aber wenn man jetzt mal überlegt. Deswegen sitzt er auch so ruhig da. Deswegen sitzt er ganz entspannt. Der sitzt da. Und ruht sich auf den Söderschen Umfragewerten aus. aber was sagt mir dieses Thema? Es gibt wohl eine Sehnsucht, auch aus konservativen Kreisen nach Ökologie, nehme ich mal ganz weit. Also nach Schutz unserer Umwelt, nach Energiewende, nach diesen Themen. Ich glaube, das ist da. Und es wird jetzt projiziert, diesen grundsätzlichen Wunsch, ich will Sicherheit, ich will wirtschaftliche Prosperität, ich will aber auch Ökologie und diesen Change, den will ich haben. Also das ist die große Sehnsucht und die wird projiziert in Schwarz-Grün. Ja, genau, weil es nicht so wirklich wehtun soll. Das ist genau der Punkt. Weil es nicht so richtig wehtun soll, genau. Aber
die FDP war ja noch vor den Grünen, bevor es noch gab, eine Umweltschutzpartei. Ja, da lachst du. Das ist aber tatsächlich ein Stück weit in der Schwarze ja auch. Sagen die Schwarzen auch. Warum ist das Thema Ökologie für die FDP so verdammt schwierig? Also, ob wir eine Umweltpartei waren, ich war ja damals, ich bin erst seit guten 4 Jahren Parteimitglied. Ob wir eine Umweltpartei waren, habe ich nie gespürt als damaliger Bürger. Habe ich auch bei der CSU nicht gespürt. Also vielleicht hat man da ein Papier geschrieben und mal ein Konzept und einen Leitantrag verabschiedet, aber es konsistent durchgelebt haben wir nicht. Ich glaube, das können wir beide, müssen wir selbstkritisch sagen, sondern das ist im Grunde wirklich in der Konsequenz ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen, dass sie uns jetzt sozusagen auf den Weg gebracht haben, auch wieder uns zu erinnern, dass wir mal früher auch solche Ideen hatten, die dann unten durchgingen, ist ein ganz wichtiger Punkt. So, aber ich meine, wir reden ja über Tradition und Transformation. Wenn ich sehe, was diesem Lande gerade verordnet wird, Schluss mit dem Braunkohlebergbau, Schluss mit dem traditionellen Automobil, mit dem Verbrenner, Schluss mit der Chemie, Schluss mit dem Plastik. Und wenn man sieht, wie langsam wirklich Gesellschaft und Wirtschaft sich verändert und welcher Druck gerade reingeht in das System. Und dann kommt noch Corona obendrauf und zerstört allemal Arbeitsplätze zu Hunderttausenden, dann wird es mir Angst und Bange. Das sage ich ganz offen, weil ich habe eines gelernt, Wandel muss pädagogisch verdaubar sein. Und was wir im Augenblick alles in dieses Deutschland reinpushen, das ist nicht mehr verdaubar. Das wird auch ein böses Erwachen geben für Arbeitsplätze. Wenn wir das alles in der Geschwindigkeit und in der Druckhaftigkeit umsetzen. Und da geht den Grünen, die ich jetzt ja einigermaßen gelobt habe, da geht denen jeder Sinn und Verstand ab in der Frage, wie macht man eigentlich Transformation? Weißt du, ich habe jetzt auch das Lachen, du weißt, wie das gemeint war. Ja? Ich meine, wir sind beides Marketingmenschen und der FDP haftet jetzt nicht per se dieser Stempel Öko an. Und von dem her, also wir sind da wirklich oft beieinander und das finde ich auch gut so. Aber ich finde nochmal, echter Wandel braucht auch ein bisschen Schmerz. Ich muss einfach raus aus der Komfortzone, weil sonst wird sich auch nichts ändern. Also ich komme ja aus einer Welt, da nennt man das auch Disruption. Also man muss auch einfach mal sagen, um was Neues anzufangen, muss ich was Altes aufgeben. Und wir tun uns so schwer. Aber das ist ja kein bisschen Schmerz, das ist so viel Schmerz. Aber wir müssen halt uns auch mal verabschieden. Also wir müssen uns auch mal von Dingen wirklich verabschieden und nicht sagen, aber ein bisschen nehmen wir es noch mit. Wir werden keine Änderungen haben, wenn wir sagen, aber ein bisschen nehmen wir den ganzen alten Kram auch noch mit. Also wir müssen da ein bisschen mutiger werden. Haben wir denn eine Chance, Thomas, den Druck zu reduzieren? Ich meine, wir haben durch Corona Notwendigkeiten einfach, weil wir unsere Gesundheit und unsere Bevölkerung schützen. Das ist mal der eine Aspekt. Dann haben wir natürlich ein fettes wirtschaftliches Problem, hast du vollkommen richtig skizziert. Und wir sind als Deutschland, um auch ein bisschen bei dem Thema der Digi-Wiesen zu bleiben, wir sind natürlich nicht unbedingt führend in der Welt, was digitale Infrastruktur, künstliche Intelligenz und andere Themen anbelangt. Also eigentlich ist dieser Druck, den wir brauchen, und der hohe Druck eigentlich noch notwendig, oder nicht? Also unser Gesundheitssystem hat in einer Art und Weise seine Performance, das wir ja oft geschimpft haben, in einer Art und Weise seine Leistungsfähigkeit gezeigt. Unser Bildungssystem ist in die Knie gegangen. Unsere Maschinen- und Anlagenbauer, wenn der Nachfrageschock draußen zurückgeht, die werden relativ schnell wieder ans Anlaufen kommen. Das heißt, wofür ich plädiere,
ist, ich lasse mir ungern eine Sicht der Welt aufdrücken. Genauso wie wir intelligente Produktionssysteme brauchen für eine berührungsärmere Wirtschaft, genauso brauchen wir die Innovationen für die Energiewende. Aber ich muss mir von niemandem sagen, dass das Energiewende-Thema fünfmal wichtiger ist als unsere tradierte, etablierte Wirtschaft. Ganz simpel. Okay. Also jetzt erstmal dunkel, raus aus der Krise und dann Also wir sind ja gerade eigentlich in der Übergangsphase. Jetzt müsste die Intelligenz rein. Wie machen wir intelligente Produktion? Wie machen wir intelligente Schule? Wie machen wir die öffentliche Verwaltung ist ja für Homework gar nicht ausgestattet. Die Beamtinnen und Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst wurden ja nach Hause geschickt ohne Arbeitsplatz. Da kommt die Musi rechtzeitig dazu. Wir brauchen wieder eine Pharmaforschung in diesem Lande. Wir brauchen Impfstoffforschung in diesem Lande. Also da reden wir jetzt nicht über Energiewende. Und wir brauchen richtig kräftiges Handeln auch für Energiewende. Aber bitte schön neben den anderen Themen. Aber das ist interessant, weil Pharmaforschung, ich meine BioNTech, die Tübinger, ich meine, das ist doch der Wahnsinn, was die machen. Also bei Pharmaforschung, vielleicht habe ich da noch ein verkehrtes Weltbild, aber ich glaube, wir haben da unglaublich tolle Unternehmen, auch jüngere Unternehmen, Startups. Ich war davor in einem großen Biotech-Unternehmen, ja. Die habe ich jetzt am Hauptbahnhof wieder getroffen beim Abschluss. Ja. Super, ja. Aber wir haben ja Wahnsinnsunternehmen, im Kleinen, im Großen, in der Pharmaforschung, in der präklinischen Forschung. Also ich glaube, wissen wir nicht, wie gut wir da sind? Großbritannien hat 10 Biotech-Unternehmen in der Impfstoffentwicklung. Wir haben gerade mal 2. CureVac und BioNTech. Ja. So, nur damit wir einfach die Größenverhältnisse wissen. Natürlich sind die hervorragend. Absolut. Aber sie sind nur ein Fünftel eines Landes, das nicht so groß ist wie die Bundesrepublik. So, und darüber, wir reden über die Innovationskraft, die auch da sein muss. Sowas von leider, was ich aber vermisse, ist, dass das tatsächlich auch der politischen Agenda ganz weit oben ist. Also, wir müssen eine Bundeskanzlerin haben. Es gibt ja, ich sage in allem Respekt, es gibt ja grüne Politiker, Sozialdemokraten, Politiker, Christen, soziale, demokratische Politiker und Politikerinnen. Jetzt nicht in Übermaß, aber in jeder demokratischen Partei gibt es so Menschen, wie du mich gerade beschrieben hast. Wobei ich das zart erröte. Aber sie erfahren sich halt. Ja, aber deswegen nur zart. Aber das sind auch solche Themen, die sich langsam erst durch gesellschaftlicher Wandel wandeln und sind sich von Beerdigung zu Beerdigung weiter. Ja, damit einfach mal. Die Grünen, Prost, nein, aber auf unser Leben. Ja, mal auf die Vitalität. 1, 2, 3, 4. Super. Prost. Also wir, und wenn man das weiß, ich mache ja einen Podcast mit dem jungen Klimaaktivisten. Ein sehr spannender Podcast, wie heißt der nochmal? Schräg im Stall. Schräg im Stall. Und Fabian und ich, wir kriegen uns wirklich in die Haare. Der macht auch für Friday for Future ganz, ganz viel. Und da merke ich, natürlich merke ich den Drang, den habe ich als 17-Jähriger auch gehabt. Ich will die Welt jetzt verändern. Morgen muss sie anders sein. Heute gehen wir ran und morgen ist sie anders. Aber ich bin jetzt 71. Natürlich habe ich ein Gefühl bekommen
für die Veränderungsfähigkeit, für die Veränderungskompetenz und Geschwindigkeit dieses Landes. Das darf nicht so bleiben. Aber wir können nicht so viel Geschwindigkeit reinpushen, dass uns die Gesellschaft auseinandergeht. Ich meine, ich sage mal relativ so. Wir haben ja noch gar nicht über das ganze Thema Migration und Flüchtlingspolitik gesprochen. Mit den enormen Spaltungsprozessen. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Technologisierung und den Spaltungsprozessen in der Arbeit. Wir sind eine Gesellschaft, die, wenn wir nicht pädagogisch sinnvoll Veränderungen machen, Gefahr läuft, auseinanderzufallen. Pädagogisch sinnvolle Veränderungen. Ich versuche das konkret vorzustellen. Was müssen wir auf den Weg bringen? Also die Frage. Menschen mitnehmen, heißt es ja. Ja, oder den pädagogischen Trichter nicht so füllen, dass er außen rausläuft. Okay. Ja, also die Frage ist ja auch, wie viel an Lernen verkrafte ich? Oder an Verlernen? Das hat ja alles auch mit menschlichen Verlernen und Umlernprozess. So, und die Frage, wann reagiere ich genervt? Wann sage ich, jetzt reicht es mir? Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber wenn du dir die Bevölkerung anguckst, gab es irgendwann 2015 einen Punkt, da haben irgendwo 20% gesagt, jetzt reicht es mit der Migration. So, und daraus ist eine politische Bewegung geworden, die wir verachten. Na, aber und das müssen wir wissen, dass jede Veränderung Widerstand erfordert. Aber keine Veränderung auch. Weißt du, jetzt weiß ich, ja. Du bist ja jetzt auch ein sehr aktiver Typ, ja. Ja. Und keine Veränderung würde das Leben und die Welt nicht besser machen. Das wissen wir alle, ja. Aber ich bin halt immer noch so angenervt, wie lange wir auch ausharren. Also ich weiß schon, der Deutsche ist so sicherheitsversessen, was irgendwie nachvollziehbar ist. Das haben wir auch in der Welt, in der wir sind. Aber es sieht verhindert halt aus, so unglaublich. Ja. Dieses Status quo bewahren. Also ich sage jetzt, meine Besten sind konservativ, aber ich sage ja, dieses Verharren ist halt die andere Seite von dem, was du sagst, mit ja, wie viel packt genau, der Mensch. Da bin ich ja bei dir. Da müssen wir irgendwie Maße bitte finden, ja, genau, oder? Aber verharren ist halt keine Option. Nein, und aber das ist immer aus. Nein. Aber ich glaube, der Mittelweg ist das gleiche. Wir brauchen schon unsere Sicherheit, um die Menschen auch mitzunehmen in einem Wandel. Wenn ich nicht auf der Basis, sondern jetzt alles neu gemacht nimmst, versteckst du ja viele und dann kommt das immer diese Abwehrhaltung. Oh, will ich gar nicht. Kenne ich nicht, das haben wir schon seit 2 Millionen Jahren so gemacht, das wollen wir nicht. Ja. Und das wäre, glaube ich, dann noch verstärkt, wenn du nur brauchst, auch das machen. Sondern wir müssen aus der Tradition, so wie wir ja auch immer sagen, aus der Tradition erwachsen. Weißt du, aber jetzt kommen halt die Jungen. Nicht mit Push und ja, mit aber jetzt kommt ja eine unglaublich tolle Generation. Also ich freue mich so, wenn die jetzt mal so in das Wirtschaftsleben einsteigen, was dann wohl passiert. Also das ist eine sehr mutige, junge Generation, die auch sagen, hey, und ihr habt es echt verpennt. Die Digitalisierung habt ihr zu lang irgendwie so wabern lassen, Umweltschutz. Also ich hoffe auch ganz viel, dass die Jungen auch mal die Alten so ein bisschen schütteln, weißt du, so verbal schütteln. Ja. Und sie haben ja auch wirklich teilweise recht. Die sagen, nee, ich gehe am Freitag nicht in die Schule, ich stelle mir auf die Straße. Und wenn mir denkt, Respekt, da waren wir vielleicht teilweise, meine Generation, einfach vielleicht ein bisschen zu konformistisch, weißt du? Wunderbar, wenn uns junge Generationen aufrütteln. Das hilft ja auch. Genauso wie Politik von Maß und Mitteln. Also da bin ich bin ja kein Beharrer. Mein ganzes Leben habe ich getrieben und gepusht. Ne? Und habe halt auch gemerkt, wie oft ich mir eine blutige Nase geholt habe oder ein blutiges Knie. Ne? Und bin froh, dass ich trotzdem noch passabel genug renne. Nein, aber ja, ich habe das ja auch sehr früh gesagt und ich glaube, Christian Lindner hat es ja dann auch verstanden in seinem Nachdenken, dass allein der Sachverhalt, dass Fridays for Future auf die Straße ein begrüßenswerter ist.
dass junge Menschen ihre Stimme erheben. Ja. Das sagt jetzt, das kommt jetzt gar nicht mal im ersten Kern an, ob das jetzt alles hundertprozentig qualifiziert und wissenschaftlich korrekt ist, aber dass sie die Stimme erheben, wunderbar. Ja. Aber sind wir nicht insgesamt auf die Jugend, ernsthaft? Auf die Jugend. Auf die Jugend. Ja, also auf mich, oder was? Ja, eindeutig. Aber es sind ja natürlich jetzt mehrheitlich keine junge Gesellschaft, sondern eine alte Gesellschaft. Mhm. Und die Mehrheit der Wähler sind dann doch eher die Älteren. Und es gibt schon den einen oder anderen Autor, die eine oder andere Studie, die insgesamt unsere Gesellschaft eher eine sehr starke strukturkonservative Haltung zuschreibt, der natürlich ein Wandel grundsätzlich mal schwierig ist, weil Veränderung halt in der Regel, je älter man wird, Ausnahmen bestätigen, Gott sei Dank an der Stelle die Regel, aber strukturell will man eigentlich keine Veränderung. Zumindest tun wir uns natürlich insgesamt möglicherweise gesellschaftlich schwer, Dinge auf den Weg zu bringen. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Auf der anderen Seite bin ich ein entschiedener Freund von qualifizierter Einwanderung, also von Menschen, die ihr Wissen und ihre Motivation in dieses Land bringen. Und ich bin auch, natürlich sind wir ein Einwanderungsland, das ist überhaupt nicht zu debattieren. Und gleichzeitig bin ich jemand, der sagt, wir müssen alles tun, dass junge Menschen aus sozial benachteiligteren Schichten nach oben kommen und ihren Hunger auf Zukunft und auf Perspektive leben können. Also wenn wir so eine jetzt auch, das hat ja viel mit Politik zu tun, was das Thema qualifizierte Einwanderung betrifft, wie das Thema soziale Durchlässigkeit, dann können wir ein Stück dem Alterungsprozess entgegnen. Aber wir reden ja gar nichts, bei allem Respekt, erkenne ich nicht, wenn ich die Presselandschaft verfolge, dass wir über qualifizierte Einwanderung sprechen. Wenn wir über Einwanderung sprechen, sprechen wir über die Flüchtlinge auf Moria und über humanitäre Hilfe. Das eine hat ja mit dem anderen relativ wenig zu tun. Qualifizierte Einwanderung meint ja, nach irgendeinem System hochqualifizierte, noch möglichst hochqualifizierte, entsprechend ausgebildete Menschen zu bringen und nicht Menschen, die möglicherweise zwar ehrgeizig sind, was ich vollkommen ehrenhaft finde, was wir aus ihrem Leben machen wollen, aber natürlich nicht die Hochqualifizierten in dem Sinne sind, wie du es vermutlich meinst. Ja, das ist ja auch unser Problem. Das ist wie mit der Energiewende. Die ist wichtig, aber sie ist nicht die einzige Wende. So, und das ist wie mit dem Helfen für Flüchtlinge. Das ist wichtig. Aber wir brauchen auch qualifizierte Einwanderung. Und unsere Moralinsäure-Debatte führt dazu, dass wir im Grunde die anderen Themen immer ein Stück runterschlagen und unter den Tisch fallen. So, und ich thematisiere die, ohne herzlos zu sein gegenüber Flüchtlingen auf Moria. Ne? Aber ich sage natürlich auch, dort müssen wir, das ist nicht der Verweis auf eine europäische Lösung, denn das ist oft ja eine Alibi-Debatte. Aber ich erwarte, dass in dieses Land Menschen reinkommen, deren Status geprüft ist. Punkt. Unabhängig jetzt von Flüchtlingen. Ja, aber da sind auch dann ganz viele Flüchtlinge dabei, die im Grunde vor Krieg und Verfolgung und so weiter flüchten. Aber es muss ein geordneter Zugang in dieses Land sein. Es gibt ja einige Stimmen, die jetzt schon sagen, es gibt bereits eine europäische Lösung. Und die heißt schlicht keine Zuwanderung. Die Mehrheit der europäischen Staaten sagt, grenzen dich, keine Zuwanderung. Ja, die rot-grüne schwedische Regierung. Rot-grüne schwedische Regierung. Hat sich jeder Hilfe für Flüchtlinge von Moria verweigert. Ja, deswegen die Stimme, es gäbe bereits eine europäische Lösung, die sagt, nö, keine. Die einzigen, die noch sagen, ja, lass die Flüchtlinge aufnehmen, wären Deutschen. Also sehr schwarz-weiß gemalt. Ja, aber wenn du die Fakten anguckst, für Moria ist es so. Und wenn also Deutschland weiter auf der Seite bleibt, eine europäische Lösung, das ist genau das, und ich möchte noch mal betonen, es ist eigentlich eine Debatte an der Wirklichkeit vorbei. Entweder muss Deutschland sich entscheiden, wir machen es anders als die anderen Europäer, aber dann auch letztendlich für eine europäische Lösung im Sinne der Deutschen, das ist doch eine politische Utopie.
Bist du Küchler? Was meinst du? Also, ja. Es ist ja wie immer nur meine persönliche Meinung, aber wir haben die Pflicht zur Solidarität, deswegen, das ist, kann ich nicht nachvollziehen, das sind Menschen, die in einer ganz, ganz, ganz schlimmen Situation sind. Punkt. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Und diesen Leuten muss echt geholfen werden. Das ist meine persönliche Ansicht. Was diese Zuwanderung betrifft, ich finde, das kann man total nachvollziehen, aber man muss diese Diskussionen trennen. Ja? Also das eine ist diese Akuthilfe, wie gesagt, vergleichs mit der Pandemie. Da muss jetzt sofort was passieren. Da können wir jetzt nicht ein halbes Jahr hinwarten und gucken, was passiert. Das andere ist, wie geht man generell mit diesem Thema um? Und das, was du sagst, wie gesagt, das ist absolut nachvollziehbar und es ist auch berechtigt, ja, zu sagen, okay, dann schauen wir, in welche Richtung wollen wir das denn nehmen. Aber das ist halt ein konstruktiver Umgang damit. Also wir sehen das immer so schwarz-weiß. Also ich finde auch den Weg Ungarns nicht richtig, ist auch Europa, ja. Also da könnte ich mich schrecklich drüber aufregen. Aber also in dem Fall müssen wir handeln. Würde ich auch sagen, also gerade das ist Griechenland-Situation auch bitte, müssen wir einfach helfen. Die Hilfe erstattet nicht jetzt erst einmal Zeit an, sondern es muss jetzt sofort was geschehen. Und da frage ich mich, warum brauchen wir dafür so lange? Bin ich nicht politisch aktiv und kenne die Wege natürlich auch nicht, wie viele Genehmigungen und Abstimmungen dafür stattfinden müssen. Aber wo ist denn das Problem, dort jetzt mal, keine Ahnung, 200 Container hinzuliefern, ein schönes Lager aufzubauen, genug Lebensmittel? Ja, die kommen ja da. Naja, so schön, wenn man die Bilder sieht, schaut das Lager an. Das Problem ist ja nicht, die Entscheidung trifft irgendeine Hilfe. Alle sind sich ja einig, sagen, da muss was passieren. Ja, aber keiner tut das. Die Diskussion geht ja darum, was muss passieren. Weil die einen sagen, lass uns die Leute, die Menschen hierher holen. Das ist ein Thema. Das sagen die anderen auf keinen Fall. Ja? Andere sagen, wir müssen das vor Ort machen. Die vor Ort wollen natürlich nicht auf der Insel bleiben, sondern die wollen natürlich am liebsten alle nach Deutschland. Ja? Auch nachvollziehbar. Also es geht nicht darum, ob man hilft, sondern eigentlich geht es dann im Kern darum, wie. Deswegen auch an euch die Frage, wie sollte man denn das Problem lösen? Ja, aber du hast noch ein Thema, das hinten dran warten die gesamten Schleuserbanden. Ja, klar. Nein, das muss man ja, man kann es ja nicht voneinander trennen. Du löst die Probleme der Menschen auf Moria und schaffst die neuen Probleme auf Moria. Es ist ja sozusagen ein Circulus Viciosus. Also insofern werden wir schlussendlich, weil die Aufnahmebereitschaft europäischer Länder massiv begrenzt ist. Punkt. Ne, und da geht es jetzt halt nicht um Hunderte, sondern da geht es um Hunderttausende. Ne, da werden wir nicht drumherum kommen, eine Lösung zu finden, die wirklich an den Außengrenzen Europas Camps schafft, in denen tatsächlich Hunderttausende von Menschen ein Stück ein besseres Leben führen als vorher, aber den Zugang nach Europa nicht haben. Und das ist für mich eine ganz nüchterne realpolitische Erkenntnis, weil du hast Millionen Menschen, die nur darauf warten, dass die Türen nach Europa, Millionen, dass die Türen nach Europa geöffnet werden. Und die Schleuserbanden warten auf jedes Signal, um sozusagen ihre Aktivitäten, mit denen sie ja viel Geld verdienen, und die Leute ausbeuten und demütigen und alles, ne, um die wieder zu treiben. Also insofern, es ist klassisch wie oft in der Politik. Es geht darum, das kleinere Übel von zwei großen Übeln zu wählen. Ich möchte nur eine Sache vorwegstellen. Also hygienische und gesundheitliche Versorgung, das muss einfach an allererster Stelle stehen. Also deswegen auch, was ist jetzt das Richtige? Wie gesagt, ich weiß es auch nicht, ja? Aber dass die Menschen dort unten auf jeden Fall mal eine Grundversorgung haben, dass die sich nicht die schlimmsten Krankheiten zuziehen. Also ich wollte gerade sagen, also das ist unsere Grundverantwortung als Mensch, nicht als Staat oder sonst als Partei. Aber das ist halt einfach. Das ist tatsächlich ein Stück weit so, dass ja über den Camp aufgebaut wurde, und dafür die Menschen, sowohl die Menschen, die kleinen Bewohner der Insel, als auch die Menschen, die diese neu geschaffenen Zeltlager, Zeltlager machen sollen, weigern sich, wollen nicht, weil sie eigentlich runter von der Insel wollen.
Es ist also eine Frage, wir müssen, glaube ich, diese humanitäre Hilfe schon auch verknüpfen mit der Perspektive für die Menschen, die in der Situation sind. Und wenn wir dann sagen, okay, das alte Zelt ist abgebaut, ich packe jetzt ein neues Zelt, dann kannst du die nächsten 3 Jahre verbrüsten oder dein restliches Leben rüsten in unserem Zeltstadt und in Almosen leben, dann ist das keine Perspektive. Und da ist ja, aber hast du mal die Perspektive der Menschen auf Lesbos, denen das gesamte wirtschaftliche Einkommen weg ist? Ja, der ganze Tourismus ist weg. Also wir glauben, wir müssen, also das menschliche Leid wird auf beiden Seiten geschafft. Ja. Deswegen meine ich, Herr Thomas, das brauchen wir eigentlich für, wir reden oft über Fluchtursachen. Ja? Über Fluchtursachen wird gar nicht mehr diskutiert. Fluchtursachen sind natürlich A, kriegerische, also fehlende Sicherheit, aber es ist oftmals auch wirtschaftliche Perspektive. Und ich meine, es sind viele, viele Deutsche Anfang des 20. Jahrhunderts ausgewandert, aufgrund wirtschaftlicher Perspektive waren sie Wirtschaftsflüchtlinge. Das, was wir heute so beurteilen, sind viele heute deutsche Amerikaner, sind eigentlich Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, aber sie waren willkommen. Sie waren willkommen. In Rhode Island. Richtig, das ist ein anderes Thema. Das war, dass Amerika brauchte und wollte die Einwanderung. Ich wollte nur ganz klar sagen, ein Wirtschaftsflüchtling ist per se nicht schlechtes. Es gibt auch viele Deutsche, die Deutschland verlassen. Eben, also ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ist für mich die gehen auch auf den Grund. Das ist kein Schimpfwort. Ja. Aber zurück, wir brauchen doch für diese Menschen dann die Perspektive, die dann entweder sagt, okay, du bist jetzt in dem Lager, das wird aber aufgelöst und wir machen, was immer wir machen. Also nach Deutschland gibt es möglicherweise auf keinen Fall oder es geht oder du musst dich qualifizieren, um hinzukommen. Also welche sind die Antworten? Aber was ich immer wieder raushöre... Es wird keine Antworten geben. Das wollte ich, was wir immer wieder raushören aus der ganzen Nummer ist, wir haben keine Lösung. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Aber ja. Weißt du, ich bin aber ein großer Perspektivlosigkeit ja für den Zuwanderer oder für den Flüchtling ist es ja genauso eine Perspektivlosigkeit wie jetzt auch für uns. Weil wir ja auch nicht wissen, wie können wir das machen. Aber wer ist denn wir? Millionen, auch wir, sage ich jetzt mal, aus dem europäischen Raum. Die und das finde ich halt das Wichtige. Wie gesagt, wir wissen auch nicht immer die Antwort. Bei Corona war es jetzt auch so. Also keiner wusste am Anfang, was ist. Erinnert euch, Masken nützen überhaupt gar nichts. Heute ist es ganz selbstverständlich, dass wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe, für Damen, ja, dass ich mit Maske durch die Gegend laufe, weil wir wissen, das hilft. Und so ist auch. Und deswegen, ich glaube ja an diese europäische Gemeinschaft. Deswegen muss man sich zusammensetzen und nach einer gemeinsamen Lösung schaffen, weil das mit Lesbos, das geht gar nicht. Zu sagen, das ist euer Problem, damit haben wir als Europa nichts zu tun, das ist falsch. Nur wir wissen, natürlich, verstehst du, man kann jetzt schnell runterrasseln. Wir brauchen einen Marshallplan für Afrika. Wir brauchen nationale Wiederaufbauhilfe nach Dürrekatastrophen in den afrikanischen Ländern. Wir brauchen im Maghreb Auffangcamps für Flüchtlinge. Das ist alles rausgeschwätzt, weil politisch nichts in Sicht ist, dass es in die Richtung geht. Wenn das so ist, dann müssen wir immer unter den Abwägungen des Humanitären, zweitens des Zumutbaren für die jeweilig Aufnehmenden, drittens vor dem Hintergrund der Perspektiven, denn zu was führt es, wenn wir Hunderttausende aufnehmen in die Sozialsysteme? Ich meine, wie viel, auch da gilt mein Wort, wie viel Vielfalt und Migration und ist zumutbar, pädagogisch zumutbar. Und da gibt es Grenzen für ein soziales System. Und da müssen wir jedes Mal abwägen und entscheiden. Und das wird immer eine Entscheidung sein zwischen dem kleineren oder größeren Übel von zwei großen Übeln. Sind wir schon an dieser Grenze? Wie? Sind wir schon an dieser Belastbarkeitsgrenze? Wenn du die Menschen fragst, die AfD wählen, und wenn du Menschen fragst, die in Teilen auch noch bürgerliche Parteien wählen, dann wird wahrscheinlich inzwischen ein gutes Fünftel der deutschen Bevölkerung sagen, wir sind massiv an der Grenze. Und 40% würden sagen, wir nähern uns.
So, und das ist das ist sozial explosiv. Aber das Nette ist ja mal, dass es auch häufig nur so eine gefühlte Realität ist. Weißt du, die Leute, die sagen, wir sind schon längst über diese Grenze, sind ja meist die, die ja mit diesem Thema gar nichts zu tun haben. Also nicht im echten Leben. Ja? Aber die sitzen da in ihren schönen Häusern. Aber da fehlt es ja auch mal, auf den Greifen mal zu nehmen und zu sagen, Deutschland verdachtet 20 Millionen Zuwanderer. Ich sage jetzt, wenn der bezahlt, oder braucht, oder wie auch immer, die sollten über sich geschützt sein, 10% Richtung Ingenieurswesen, das ist sicher. Wir brauchen auch eine Dienstleistung. Irgendwo auch mal Zahlen zu nennen, wie wir sie ja auch bei den Steuern sagen, wir planen mit Steuereinnahmen 2030 so und so. Wie schaut denn Deutschland in 30 Jahren aus oder in 20 oder in 10 Jahren? Wie können wir uns das vorstellen? Wie nehmen wir auf? Dann weiß ich doch hier als Bürger, okay, damit kann ich leben, damit kann ich umgehen. Aber du wirst es nie allen recht machen, weißt du? Du wirst es trotzdem nie allen recht machen. Nein, das wirst du nie schaffen, aber du musst schauen, dass du die Mehrheit einfach abwirfst. Dass die rechts und links irgendwo immer in den Idioten rumlaufen, das wissen wir ja. Ja, ist doch so. Ja, die Zahl der Idioten wird halt größer. Der sogenannte. Die Sichtbarkeit der Idioten. Ja, und in die Gefühlswelt von Menschen können wir nicht einregieren. Es sind ihre Gefühle. Ja. Ja. Und da mögen wir vernünftig das betrachten, aber wir können ja nicht das Weltbild anderer Menschen sozusagen zertrümmern. Aber da kommen wir doch jetzt mal zum Thema. Eins, habe ich noch zwei Themen. Eins wäre. Wir müssen mal irgendwann einmal das Thema bewerten. Da wollte ich aber drin. Ja, da sind wir doch mit drin. Da wollte ich doch gerade erstmal. Wir sind doch mit drin. Gerade erst drin. Los, los, los. Allerdings hätte ich vorher noch. Ja, prima. Das kann man wahrscheinlich ganz kurz beantworten. Aber es gab mal wegen. Bezüglich wirtschaftliche Perspektiven für die Markup-Staaten gab es immer so ein wunderbares Projekt namens DesertTech. Ja. Von dem hört man interessanterweise gar nichts mehr. Du weißt schon warum. Nein, das wollte ich fragen. Weil die ganzen Akteure sich zerstritten haben. Und warum haben sie sich zerstritten? Unterschiedliche Interessenlagen. Welche Akteure waren das? Das waren große Energieriesen, das waren staatliche Einrichtungen aus den Markup-Staaten. Das waren Politiker, die da mitgemacht haben. Und das ist im Grunde nicht an der Sinnhaftigkeit des Projektes gescheitert, sondern an der Zerstrittenheit der Akteure. So, aber ich sag mal, im Prinzip, jetzt reden wir schon über kluge Zukunftslösungen. Natürlich. Müsste man ein Projekt wieder auf die Tagesordnung setzen? So ist es. Genau, da fehlt natürlich immer die Weise. Okay, danke. Ja, aber vor allem, wir wissen doch, dass wir mit regenerativen Technologien, die im eigenen Lande erzeugt werden, unseren Bedarf nicht decken können. Ja, vollkommen richtig. Deswegen, vielen Dank. Also, man sollte vielleicht dann auch, wenn, vielleicht wäre es ja mal ein Thema für bei der Bundestagswahl, auch mal Parteien zu wählen, die sagen, jawohl, wir wollen solche Dinge auf den Weg bringen. Thema Diversity. Diversität meint ja auch immer ein Stück weit, polarisiere es mal sehr bewusst, ist das Umgehen mit Andersarten, mit Anderssein. Das ist eine wichtige Grundlage. Da geht es hier nicht nur darum, dass wir da möglichst divers und unterschiedlich. Also, war deine Frage an die Carola: Hat die FDP eine Existenzberechtigung? Die andersartige FDP. Das war schon eine ganz diverse Frage. Ja, hat sie denn, die große Frage, die darüber gestellt wird, ist ja: Hat die FDP ein Frauenproblem? Aber es das ist ja die CSU. Nee, also bei der CSU weiß ich es nicht. Wir haben ja Frauen, aber wir haben auch bei der FDP. Ja, nichts zu sagen. Wir können natürlich über das Thema FDP und Frauen reden. Das ist die Frage ja. Aber ich glaube, ein anderer Blickwinkel drauf, als wenn wir die gesellschaftliche Thematik haben, ist Diversity ist ja nicht nur Mann und Frau, sondern eben auch Migration. Andere Kulturen akzeptieren, ja. Andere Religionen akzeptieren, sondern vielleicht sogar auch wertschätzen, die Andersartigkeit. Es geht sicherlich auch um das Thema immer noch, leider Gottes, zum Thema Homosexualität und ähnliche Themen. Ja, da sind wir, ich glaube, weiter, aber wahrscheinlich nicht dahin, wo man. Ich bin ja Mitglied bei Liesel, das ist ein liberalen Schwulen und Lesben. Ich bin dort ein Straight Alley, nennt sich das. Also jemand, der selbst heterosexuell ist, aber grundsätzlich diese Bewegung unterstützt. Und ich habe meine Antrittsrede bei Liesel. Liesel,
liberale Schwulen und Lesben. Nein, wie heißt dieser Begriff? Straight Alley, also ein heterosexueller Alliierter sozusagen. Okay. Oder Unterstützer. Straight ist so ein schwieriger Begriff. Ich wollte es an der Stelle nicht vertiefen, aber ich habe meinen Antrag gesagt, nur so viel vorweg, ich habe meinen Antrag gesagt, also ich freue mich, dass ich dort aufgenommen wurde als Mitglied. Ich bedauere aber, dass es so einen Verein noch geben muss. Es hat mal kurz zu einem Innehalten geführt, aber dann wurden jedem klar, was ich sagen wollte, nämlich, dass wir immer noch nicht so weit sind und dass wir immer noch wirklich initiativ sein müssen, um Akzeptanz und um dieses Thema gesellschaftlich so zu verankern, dass es eigentlich kein Thema mehr sein müsste, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Nur als ein Beispiel. Thomas, dein Thema. Deines. Ja, obwohl ich selber homosexuell bin, muss ich auch wieder klar sagen, eine Gesellschaft verträgt immer nur bestimmte Portionen an Diversität. Weil, übrigens Putnam, ein amerikanischer Soziologe, der mal das Buch geschrieben hat, Bowling Alone, also allein Bowling zu machen, der hat eine große Studie gemacht, dass es sozusagen Diversity in einer Gesellschaft über eine bestimmte Periode die Gesellschaft erfolgreicher macht. Übrigens gibt es das auch für Unternehmen und Verwaltungen. Und an einem bestimmten Punkt so viel Diversität da ist, dass es zu Friktion und Aggression in der Gesellschaft kommt. Also das ist dieses Thema der pädagogischen Verdaubarkeit von Unterschieden. So, also nichts gegen das ganze Eintreten für das Thema ältere, homosexuelle, lesbische, LGBTX, wie immer. Das Thema Migration, unterschiedliche Nationalitäten. Ja, da sind wir, da sind alle Nationen schlecht. Da muss man gucken, wie die Asiaten auf Fremdartigkeit reagieren. Also bitte, das muss man relativ sehen. Aber wir sind in bestimmten Dimensionen. So. Ja. Also, wo Gott sagt, Eine Gesellschaft strebt nach Diversität und nach Uniformität. So, und auch da musst du wieder gucken. Das ist ja dann die Leitbildkultur. Das ist dann die Frage, was ist die Identität eines Landes? Oder wer ist Mitglied und wer ist nicht Mitglied? Warum gibt es Grenzen? Das Ganze in einem letzten dynamischen Thema. Ja. Ich meine, die Leitbildkultur habe ich so mit der CSU an der Stelle gehadert. Ein Leitbild kann selbst eine Momentaufnahme sein, aber nicht mal zum Beispiel auf Papier geschrieben haben, wir das eigentlich von gestern, weil es sich hier kontinuierlich ändert. Unsere jetzige Leitkultur ist eine ganz andere als noch vor 20 Jahren. Das ist jetzt dein Freund, Friedrich Wattens. Dein Freund, der Freund Friedrich Wattens hat die Leitbild-Debatte nach Deutschland. Den muss man auch noch. Vor 30 Jahren habe ich aber auch das Frauenbild war vielleicht anders. Aber Grundsatzdinge, die wir in unseren Ritualen aufgenommen haben, in unseren Traditionen, sind aber schon seit 100 Jahren auch und sie gelten heute genauso. Also, dass ich fürs Gott sage, wenn ich wo reingehe, ist auch eine Art Leitbild hier. Oder Hallo oder was weiß ich, dass ich die Leute begrüße, dass ich bitte oder danke sage, ist auch eine Leitbild. Deswegen würde ich das eine Leitkultur gar nicht mal auf Universität sozusagen nur abstempeln, sondern das gilt auch für jeden Menschen, aber wie wir miteinander ja umgehen. Trotzdem, weißt du? Also ich meine, dass jetzt die Frau klassischerweise in Deutschland zu Hause bleibt und die Kinder versorgt, ja? Das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber das war halt vor 50 Jahren anders. Aber warum wird das nicht so akzeptiert? Es gibt ja auch genug Themen, wo man sagt, Mensch, das ist doch super, wenn die Frau zu Hause bleibt oder wenn der Mann zu Hause bleibt. 50% bei uns war es ja auch nicht anders. Wahrscheinlich, ja? Weil aber es wird ja momentan eher sogar noch verteufelt. Das finde ich ja auch schlimm. Ich finde jetzt nichts dagegen, wenn man sich um seine Kinder auch fulltime-mäßig kümmern kann. Ist es auch ist nicht schlecht zu sprechen. Nein, die Frage ist, die muss es die Frau sein oder kann es auch der Mann sein? Da fangen wir dann an zu diskutieren. Und da bin ich oder muss dann noch überall, weißt du? Ja, aber wollen schaffen wir Kinder an, um es dann an anderen zu geben, dass wir sie erzielt werden. Oh, Werner. Aber da sind wir an dem Punkt, welches Lebensbild lässt man zu?
Und da sind wir jetzt an der Stelle, ich meine, jeder von euch da draußen weiß, dass wir uns lieben, aber das ist ein Punkt, wo wir wissen, warum wir in unterschiedlichen Parteien sind. Ja? Weil das, die Art und Weise, der persönliche Lebensentwurf, es steht niemandem zu, den Lebensentwurf jemand anders zu kritisieren. Wenn jemand sagt, beide sind am Arbeiten und sie haben ein Kindermädchen und sie haben. Das ist. Er kann sich schon eine Kinder nicht erinnern. Wie auch immer es jemand organisiert, das ist sein gutes Recht, sein Leben nach seinen individuellen Bedürfnissen zu organisieren. Warum? Solange er immer, das ist das liberale Weltbild, solange er damit niemandem anders sozusagen auf Senken. Aber warum wird dann trotzdem immer noch die Frau zurzeit eher stärker angegriffen, die zu Hause geblieben ist oder der Mann? Also, nee, das stimmt. Also ich bin voll bei der Carola. Es gibt eine Allenbachs-Untersuchung, dass über 50% der Frauen, die Homeoffice gemacht haben, massiv Beschwerde geführt haben, dass sie nicht nur Homeoffice gemacht haben, sondern auch Homeschooling und Homecare. Das heißt, Corona hat uns zum Teil in ganz traditionelle Geschlechterstereotypen zurückgeführt, sodass das im Grunde diese ganze Kümmerpflegearbeit voll auf der berufstätigen Frau gelandet. So, und das, und die Frauen sagen, sie möchten es. So, also insofern, ich kritisiere überhaupt nicht, wenn Frauen ein solches Lebensmodell so wählen. Aber ich sehe jede Frau, die im Grunde sagt, ich kritisiere, was mir zugemutet worden ist in Corona, die unterstütze ich. Da bin ich aber auch dabei. Also, das ist gar aber das sind 50%. Und da müsst ihr auch mal ein fortschrittliches Frauenbild in eurer Partei hinkriegen. Wobei eure Partei. Die FDP muss erstmal Frauen in der Partei hinkriegen und ihr fortschrittliches Frauenbild. Also haben wir alle eine Aufgabe. Ich muss eine ganz nette Anekdote von der Dorothea erzählen, weil ich engagiere mich bei den Working Moms, wer hätte das gedacht, und das sind alles Frauen in Führungspositionen, und es gab dann auch eine Session mit der Dorothea und sie war zu Hause. Und das war so wunderbar, weil bei der ist es genauso chaotisch wie bei mir und bei allen anderen Working Moms. Die hat immer geschrieben, jetzt mach die Tür auf, der Papa klingelt, jetzt schalte den Fernseher aus. Und das ist halt so bezeichnend. Also wirklich auch in Positionen, die sehr einschneidend sind, die haben ja genau die gleichen Probleme wie alle Frauen. Ja? Auch da ist es immer, man kommt heim, wie teilt man sich auf? Und es ist ja in jeder Sekunde immer wieder ein Abwägen. Machst du das, mach ich das? Aber schon allein, dass man diese Diskussion auf Augenhöhe führt, das ist halt das Wichtige. Ja? Weil ich behaupte einfach, es tut keiner Beziehung gut, wenn wir so ein Gefälle haben, in welcher Richtung auch immer, ja. Weil wir leben halt nun mal in Zeiten, wo auch Ehen auseinandergehen, und dann haben diese Frauen ein massivstes Problem. Die stehen da mit nichts in der Hand. Und das kann nicht sein in der heutigen Zeit. Nochmal, also ich glaube auch nicht, also ich kann nicht für die CSU sprechen, ich bin zwar in der Partei, aber ich habe keine Rolle. Nein, ich wollte dich auch aber, nicht so haben. Nee, du kannst mich gerne, du kannst mich gerne, wann nehme ich das praktisch. Aber du kannst, was ist denn, die Rolle der Frau muss auch von der Frau selber entschieden werden können. Ja. Und deswegen darf ich heutzutage, wir haben ein klassisches Rollenverhältnis zu Hause. Zu Hause geblieben, hat sich um die zwei Kinder gekümmert und ich habe gearbeitet, viel von zu Hause aus, also das heißt, ich konnte viel unterstützen, war auch immer mit dabei. Aber grundsätzlich war das halt einfach unser Plan. Das war die Überlegung, wenn du jetzt arbeiten gehst, schon eine gute Hälfte kriegst die Steuer auf, das andere kriegst du 10 für die Arbeit. Macht keinen Sinn, einer kann zu Hause bleiben. Nachdem ich mehr Geld verdient habe, bin ich jetzt in die Arbeit. Und wobei das auch anders war, Zeit lang hat man es auch mehr verdient. Glaube ich sofort, das war eine tolle Frau. Das war ein Traum eigentlich. Da warst du zu Hause. Wir haben mehr oder weniger, das stimmt aber. Ja, war es mehr oder weniger oder warst du zu Hause? Eine Zeit lang war ich zu Hause, weil ich arbeitslos war. Aber sie hat mich deswegen mehr verdient. Aber das ist doch super, oder? Also super. Das ist doch super, wenn ihr euch das so gut auch ergänzt, oder? Um zu Hause dann genommen habt, das war auch nicht deswegen schlecht. Heute auch nicht schlecht. Und es wird sich noch aber mal ändern, weil die trotzdem Kinder immer wieder werden. In irgendeiner Form kommt dann irgendwie so ein Stück, ach, du bist nur Hausfrau. Und das kommt heutzutage ja viel öfter. Nur Hausfrau ist für mich auch keine Abwägung. Ja, dafür bin ich eine Radmutter, weißt du? Nein, das hat sich getragen. Aber es wird, das ist immer der falsche Angriff, den du über meinen Kopf hast. Ich will dich nicht angreifen, dein Lebensmodell, sondern das ist ja wunderbar, das ist auch super, wenn du das ist. Ich will nicht, dass mittlerweile das andere Lebensmodell angegriffen wird. Und so sehe ich das. Ich glaube, die Börse, die meint dann dafür, dass man wirklich diese Toleranz den jeweiligen Lebensentwürfen muss gegenseitig sein. Ja. Und wenn
wir haben heute ganz schön viel die Grünen an der Stelle gelobt. Und das ist etwas, was mich oftmals an dem, sagen wir mal, grünen Milieu stört, ist dieses Aufoktroyieren wollen von Lebensmodellen, die typischerweise grün gelebt werden, auf andere. Dass man muss das so machen. Ja, und das wäre mir ein Herzensanliegen, wenn wir den liberalen Ansatz im Sinne von Leben und Leben lassen, ja, stärker, breiter in der Gesellschaft tragen würden und das noch mit der Ökologie verbinden, dann wäre es eine Bombensache. Aber das ist genau der Punkt. Wir brauchen vice versa die tiefe Toleranz im Sinne von Anerkennung und sicherlich auch Wertschätzung der jeweils anderen Lebensmodelle. Die gibt es normal und alle Mehrheit, also in der Regel, alle nicht zu verurteilen, solange sie nicht, wie gesagt, ja, aber andere stören oder zulassen. Also das ist jetzt auch sehr pauschal. Also du behauptest jetzt quasi, dass die Grünen eben nicht divers sind, weil sie sagen, es gibt nur den einen Weg. Also das ist ja auch nicht so. Also aber wie sagt mein Freund immer, jedem ab sein Luftballon, ja? Und wenn sich eine Familie in ihrem Mikrokosmos so entscheidet, dann sollen sie bitte so leben. Und wenn es die andere anders macht, wunderbar. Aber es sollte nicht von außen auferlegt sein, dass sie so oder so machen müssen. Das finde ich halt das Wichtige. Ja? Also wenn eine Frau sagt, ich möchte arbeiten, hat aber keinen Betreuungsplatz, dann finde ich das nicht richtig. Und wenn eine Frau sagt, ich bleibe gern zu Hause, dann ist das wirklich die ehrenhafteste Arbeit, die man tun kann. Dann soll sie das bitte auch machen, wenn das sich gut ausgeht mit der Partnerschaft. Aber es ist natürlich, im Grunde sind es ja auch ganz schwierige Verhandlungsprozesse in der Partnerschaft selber. Hm. Denn wenn wir sagen, jeder kann es wählen, dann gibt es da eine politische Ebene, ja. Es gibt aber auch eine sehr persönliche Ebene an der Frage, sind Mann und Frau gleichberechtigt in ihrer Partnerschaft? Oder wird einer Frau ein Arbeits- und Lebensmodell sozusagen aufgedrückt, das sie eigentlich nicht möchte? Das war das, worüber ich vorher gesprochen habe, dass Frauen sagen, ich habe Homeoffice machen müssen, Homecare und Homeschooling. Und mein Mann hat sich nicht einen schlanken Fuß gemacht, aber nur Homeoffice. Ne? Das ist der Punkt. So, aber dann muss ich meinen Mann hinterfragen. So, und da reden wir. Also das wäre ja das eine. Und das zweite ist natürlich auch schon die Frage, dass solche Themen früher auch in der Bildung angesprochen werden. Ne? Die gleichberechtigte Partnerschaft. Wie immer man die dann macht in der Ehe oder sonst. Dem gibt es quasi nichts hinzuzufügen, weil ich jetzt auch so an euch gedacht habe und eure Frauen. Also ich meine, ihr habt ja sehr unterschiedliche Modelle, aber ihr habt ja so unglaublich tolle Frauen und da muss ich auch sagen, du lebst ganz anders als bei euch, als bei uns, aber das ist genau dieses auf Augenhöhe zu sagen, wie wollen wir als Familie, als Paar unser Leben gestalten, ja. Und das kann so oder so aussehen und ich bin der festen Überzeugung, im Laufe eines Familienlebens, ja, das ändert sich ja x-fach, ja. Also das ändert sich, weil man umzieht, weil man den Job wechselt, weil Kinder geboren werden oder ausziehen und so. Und auch da den Mut zu besitzen, das immer wieder zu hinterfragen und anzupassen, so wie du das auch gesagt hast, ja. Ja, dann gehe ich halt arbeiten, nee, jetzt gehst du, ach, jetzt habe ich auch wieder Lust. Und so macht der Familie auch Spaß, ja, dass man den Mut hat zu sagen, jo, die Umstände sind anders. Die Rahmenbedingungen müssen dafür halt geschaffen sein. Richtig. Das ist das Thema. Jeder darf so leben, wie er will, im Rahmen dieser Menschheitsgrenzen sozusagen, also die Regeln, die wir auferlegt haben. Aber in diesem Rahmen musste man sich auch jeder so bewegen dürfen, wie er will, ohne dass der eine den anderen die Nase rümmt und anders. Und es gibt kein besseres Leben. Ja, und richtig. Dann reden wir über erschwingliche Betreuungsplätze. Oder kostenfreie Betreuungsplätze. Ja. Dann reden wir auch drüber, dass, sagen wir mal, in unteren Einkommensklassen, dass da wirklich darüber nachgedacht werden muss, inwiefern Pflegeberufe, Betreuungsberufe in Tarifverhandlungen anders bezahlt werden müssen. Wir haben das ja auch gesehen, welche Bedeutung die haben. Also ich bin jetzt kein Freund sozusagen, dass man zwangsweise alle Vergütungen parallelisiert. Ne? Aber das eines ist schon klar geworden, viele, viele Berufe, in denen Frauen sind, die werden deutlich schlechter bezahlt, sind aber trotzdem sehr wichtig, ne? Und erfordern andere Formen von Qualifikation. Also nicht niedrige Qualifikation, sondern andere Qualifikation, wo heute im Grunde in der Industriearbeit nicht draufgekommen wird. Aber haben wir da auch, glaube ich, einen Fehler gemacht?
klatschen für die Krankenschwester ist so nett, aber hilft halt auch nicht wirklich. Warum haben wir das überhaupt gemacht, dass das Gesundheitsniveau, Krankenhäuser oder wie auch immer, ertragsorientiert sind? Das ist doch eine Allgemeindienstleistung, die müsste aus dem Allgemeinfonds bezahlt werden. Danke dir. Danke. Da brauchen wir doch gar nicht mehr überlegen, ob ein Krankenhausbetreiber, ein Altenheimbetreiber oder wie auch immer auf Kosten schauen muss oder so. Das ist ein interessantes Satz. Naja, also ich sage mal so, Deutschland hat ja schon seinen Schlendrian gehabt. Und zu sagen, öffentliche Einrichtungen müssen effizienter werden, haben eine Transparenz über ihre Kosten, Kostenrechnung, Kostenstruktur zu schaffen. So, jetzt reden wir über den nächsten Schritt. Aber ich finde auch, es muss Freiheit geben in dem Bereich für private Krankenhausbetreiber. Aber wir dürfen nicht sozusagen öffentliche Krankenhausbetreiber zwangshaft sozusagen in private Strukturen überführen. Ja. Aber sie müssen eine saubere Kostentransparenz haben. Und wir wissen das doch aus vielen Fällen. Ich meine, ich bin in einem Alter, da hat man in öffentlichen Einrichtungen früher gewirtschaftet, hemmungslos. Und hat nicht auf die Ausgaben geguckt. So, und dass da ab den 90er Jahren sozusagen auch Bremsen eingezogen worden sind, muss man drüber nachdenken, ob die Grenze richtig ist. Aber das finde ich schon für richtig. Auch da musst du wieder Maß und Mitte finden zwischen einer Betriebswirtschaft und dem, was du dem Steuerzahler dann auflastest, wenn schlecht gewirtschaftet wird, und dem Gemeinschaftsgut Gesundheit. Eine Frage so in den letzten 7-8 Minuten dieser Runde. Wo oder wie könnten wir denn diesen Wunsch zur Erneuerung, den Wunsch zur Transformation, zur Innovation, auch in einer Gesellschaft, deren Alterspyramide sozusagen so ausschaut, beschleunigen? Gibt es da aus eurer Sicht Möglichkeiten, was könnte man denn tun? Müssen wir ähnlich wie hier mehr darüber reden? Müssen wir, du hast das Thema Pädagogik, brauchen wir eine Seniorenpädagogik, um sie dazu zu bringen, innovativer sein zu wollen. Das ist ja schon wieder, kann ich natürlich sagen, so Seniorenpädagogik. Es gibt genug Patronen, die einfach... Ich meine raus, ein bisschen zuzuspitzen. Das macht ja manchmal Sinn. Also, wie können wir mehr Gas, mehr Gummi auf die Straße kriegen? Im Zweifelsfall einfach mal ein bisschen machen. Also, ich wollte gerade sagen, ein bisschen mehr Mut. Aber ja. Ich meine, du sagst ja immer, dieses gesunde Maß an was verkraftet der Mensch, steht dem natürlich entgegen, ja. Ja gut, aber ich meine, das Thema Mut findet dann ja auch seine Grenzen. Also das ist mit Sicherheit, also der Appell an den Einzelnen ist ein wichtiges Thema. Ich sage immer, es gibt eine Reinigungskraft der Krise. So, und deswegen, da muss man Krisen gar nicht herbeireden. Sie passieren ja, so wie jetzt Corona passiert. Und wir werden die Konsequenzen, die werden wir jetzt noch gar nicht absehen, aber es wird Konsequenzen haben für die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir produzieren, wie wir zu Hause leben, vieles andere mehr, wie wir einkaufen. Das wird auf der Wirtschaft die Konsequenzen haben. Und das sind dann freudvolle und schmerzhafte Veränderungsprozesse. Also ich sage immer, Krisen, die ruft man nicht herbei, sondern die passieren. Und dann hat man die Chance, daraus was zu machen. Und da ist jetzt Corona gerade eine richtige Chance, daraus was zu machen. Und wenn das gekoppelt ist mit dem Mut, dann, was immer dazugehört, natürlich in einem solchen pädagogisch gesinnten Kreis eine gute Bildung. Aber schon ganz früh. Wir haben jetzt die Chance, frühkindliche Bildung. Wir haben jetzt die Chance, was zu machen. Aber achten wir auch? Also ich meine, ich sage mal so. Du den Wahlkampf machen. Nein, ich bin da ja kein so ein Wahlkämpfer. In solchen Fragen. Die interessante Frage ist, was hat der Handel gelernt aus Corona? Die interessante Frage ist, was lernt der Maschinenbauer im Bayerischen Wald aus Corona? Ne? Im Grunde, die müssen lernen, dass es neben ihrem stationären Standbein noch digitale Standbeine gibt.
Was lernt der Philologenverband aus der Krise? Ne? Dass die Debatte, brauchen wir Digitalisierung und wie viel, sich oft gar nicht mehr stellt, weil sie in einer Krise gar nicht anders geht. Sondern ist nur die Frage, wenn man es nicht mag, wie wird es dann trotzdem so gut wie möglich? Ne? Also das sind, egal ob Philologenverband oder Maschinenbauer, oder öffentliche Verwaltung, die im Grunde sagt, schicke ich meine Angestellten nach Hause und die machen nichts. Weil sie nichts können. Also nicht, weil sie nichts können, weil sie nicht arbeiten können. Weil sie keine Arbeitsmittel haben. So, also das ist... Also das sind die Fragen, die jetzt anstehen. Und da kann man natürlich jeden Tag als Bürgerinnen und Bürger oder als Politiker, kannst du da bohren und sagen, na, so wie sieht das aus? Ja, und man darf auch mal kreativ sein und mal mutig sein. Also ich glaube auch, da müssen wir einfach mal wieder überlegen, was können wir denn tun für mein Geschäftsmodell, meine Art. Also wie gesagt, bei den Künstlern, die brauchen die Bühne, das ist echt eine Herausforderung. Aber selbst da gab es ja großartige Ausstellungen, die jetzt auf einmal digital zu besuchen waren. Also wie gesagt, die haben echt ein Thema, aber das sind so unglaublich tolle Ideen, auch heute schon raus erwachsen, wo ich mir denke, da ist noch so viel Musik drin, ne? da kann noch so viel Großartiges passieren. Also ich, es kann viel Großartiges, ja? Aber es wird auch viel aufgesteckt bleiben mit dem Wandel. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Also man muss sich schon auch mal überlegen, wo sehe ich denn meine Zukunft? Wo sehe ich mich als Arbeitnehmer natürlich, aber genauso auch als Unternehmer? Ist vielleicht mein Bereich, den ich da mache, eher dem Tod im Bereich? Ja. Also auch da muss man sich einfach Gedanken machen und dann eben die Frage, wie kann ich meinen Bereich wieder digitalisieren? Wie kann ich diesen umwandeln? Ja. Die gäbe es nicht, wären die Dinge nicht so gekommen, wie sie gekommen sind, weil auch du hast überlegt, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und ich meine, das ist doch ein toller kreativer Ansatz, wie man da was Schlaues draus machen kann. Also immer noch Chapeau und genau sowas muss man einfach überlegen. Finde ich super. So, und vielleicht gibt es mal in München, um an den Beginn zu kommen mit dem Oktoberfest, vielleicht gibt es mal in München an 100 oder 200 Plätzen kleine Oktoberfeste. Und da ist vielleicht ein Karussell und eine Wippe und die Tische sind so aufgestellt und mit dem Abstand, wie wir es hier machen und die Bevölkerung tut die Stadt beleben. Gibt es ja quasi jetzt mit der Wirtewiesen, ist ja schon ein Ansatz. Und mit der Schaustellerwiesen, ich weiß, die hat, glaube ich, offiziell einen anderen Namen, also sind wir über der Stadt Wiesenwiesen haben. Das ist, da kann man überall schon was machen. Es geht in die Richtung. Also es ist schön zu erkennen, dass es nicht nur Jammerer gibt, die sich in ihr Schicksal begeben und jammern, sondern eben auch Leute gibt, die anpacken, die Mut haben, sagen, okay, probier neue Dinge aus. Und deswegen bin ich auch relativ zuversichtlich, dass wir aus der Krise rauskommen und noch werden sie jetzt auch mal einen Impfsturm haben. Und dann wird es noch besser gehen. Aber was sind so die Zeichen mit Impfstoff? Kriegen wir es heuer noch hin? Nein. Und auch das ist das Tolle an Deutschland dran. Wir haben diese Studien, wir haben diese vorbereitenden Arbeiten, die müssen passieren, um einfach auch niemanden zu gefährden. Ich hoffe, wenn wir es hinkriegen, dass es eine tolle Sache wird, aber dieses Jahr. Also, was lernen wir daraus? Weiterhin. Mit dem Zusatz der CSU, was war das gestern? C. Die C war noch die Corona-App. Corona-App. Und Solidarität. Ich habe gestern gesagt, die Corona-App nicht drauf hat, ist sozial. Also nochmal Corona-App installieren. Und das Thema United war noch dabei, also gemeinsam das Thema bestimmt und solidarisch. Also einkaufen bei lokalen Läden. Da hat er dir sozusagen Werbespruch untergejubelt. Aha, CSU. Das war gestern nicht. Ja, ja, da hast du dich unterkriegen lassen. Sehr gut. Lieber Markus, falls du uns bald sehen solltest, aha, CSU. Aha, CSU. Nicht bei Andi Gek. Super, die Nummer kriegst du jetzt nicht, oder? Ja, das glaube ich auch. Die ist fest drin, Andi. Ja. So, jetzt trinken wir aber noch einen guten Schluck. Trinken wir noch einen Schluck, wir sind zum Ende. Wir haben alle hoffentlich noch was. Prost. Prost da hinten an unsere zwei tolle Assistentinnen und an unseren Regisseur, den ihr jetzt gerade seht, aber den stellen wir euch morgen vor.
Doch, der könnte natürlich kurz noch die seine Webcam anmachen, dann kann er sich auch oder so stellen wir ins Bild. Na, du kommst mal kurz rein. Ja, hallo. Servus. Werner Paulus. Der Werner Paulus. Und deine Assistentin. Die zwei Damen bitte mal. Ja, die muss auch noch viel. Die Assistentinnen. Genau. So. Ja, komm mal rein. Du musst ja. Näher kommen. Da muss mehr. Stellt euch da. So. Genau. Ja. So. Hallo. Franzer, danke dir. Das ist super gemacht. Großartig gemacht. Auch an dich, Lisa, super. Ganz herzlichen Dank. Und wenn es jetzt mal die kleine Sache ist, dann wäre ich sehr dankbar. Weil wir wieder zum Ende kommen. Ja. Nach FDP und Grünen habe ich mich heute ein bisschen mehr rausgehalten. Morgen geht es um IT-Security. Da reden wir wieder ein bisschen mehr auch über das Thema, wo ich das eine oder andere auch noch mehr ergänzen kann. Will ich aber gar nicht, weil wir begrüßen Georg Lindner morgen zum Dr. Wertmann. Und wir begrüßen den Alexander von Bird and Bird. Genau. Oh. Der kommt auch. Bird and Bird. Super. Freut mich ganz besonders. Alexander Düster, ein ganz lieber, netter Anwalt. Gibt's auch nicht. Also, deiner Düster an meinen Sohn.